Liebe Brüder und Schwestern, Jesus beruft 12 Apostel in seine Nachfolge. Und die Apostel antworten, sind sogleich bereit, Jesus nachzufolgen. Was wir im Evangelium in gekürzter Form berichtet, erzählt wird, hat sich sicher länger zugetragen. Es war sicher ein längerer Prozess. Es ist sicher nicht so gewesen, dass die Apostel sozusagen Jesus das erste Mal gesehen und gehört haben und zugleich alles liegen und stehen gelassen haben, um ihm nachzufolgen. Sie haben Jesus schon vorher kennengelernt und gewusst, ja, er ist der Messias, der Retter und Erlöser. Ja, Berufung, er geht an jeden Getauften, dieser Ruf Gottes. Wir alle sind gerufen, Jesus nachzufolgen. Der Herr ruft uns auch wie das Volk, wie die Einwohner von Ninive zur Umkehr. Umkehr ist nötig, dass wir diesen Ruf Gottes hören, dass wir ihm nachfolgen. Wir haben in der ersten Lesung gehört, dass Gott den Einwohnern von Ninive Unheil angedroht hatte, wegen der großen Sündhaftigkeit. Aber die Einwohner von Ninive glaubten dem Propheten Jona und sie kehrten um. Und so reute es Gott, haben wir gehört. Ja, es kommt auch immer darauf an, wie die Menschen auf diesen Ruf zur Umkehr hören, wie sie reagieren. Es ist nicht ein starrer, fester Plan sozusagen, den Gott fasst. Es ist nicht unabänderlich, was Gott beschließt. Es kommt auch immer auf unsere Reaktion an. Wie reagieren wir? Sind wir bereit, umzukehren, damit Unheil verhindert wird? Ja, wir sollen auf die Stimme Gottes hören, auf Jesus, den Sohn Gottes. In ihm wird die Liebe und Barmherzigkeit des Vaters sichtbar, seine Gnade, das, was der Vater uns schenkt. Wir sind gerufen, die Gebote Gottes zu halten, sein Wort im Herzen zu erwägen, zu betrachten. Und dazu, dass Gott wirklich die Mitte und das Zentrum unseres Lebens wird. Hängen wir unser Herz nicht an die irdischen Dinge, an die vergänglichen Dinge, sondern gebrauchen wir so die Welt, wie der Apostel heute in der zweiten Lesung sagt, ja, als würden wir sie nicht gebrauchen. Das heißt, richten wir unseren Sinn, unseren Willen, unsere Sehnsucht, unser Herz aus auf die Ewigkeit. Und wenn wir in der Lesung gehört haben, ja, wer eine Frau hat, soll sich so verhalten, als habe er keine, das bedeutet, ja, im ewigen Leben werden die Menschen ja nicht mehr verheiratet sein. Da werden wir, wie Jesus sagt, wie die Engel Gottes sein. Es ist schon ein Ausblick auf das, was wir hoffen, auf das, was uns Gott einmal schenken wird, wenn unser irdisches Leben vorüber ist. Gott dürfen wir einmal besitzen, seine Liebe, die Gemeinschaft mit ihm. Ja, diese Einheit mit dem einen dreifaltigen Gott, das ist das Ziel unseres Lebens, die ewige Seligkeit. Das sollen wir sehnen, das sollen wir erwarten und erhoffen, weil die Gestalt dieser Welt vergeht. Ja, wie kurz ist die Spanne eines menschlichen Lebens? Wie schnell vergehen die Jahre und Jahrzehnte?
Besonders dann, wenn man schon älter ist und zurückschaut, dann merkt man erst, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell ein Menschenleben vorüber ist. Aber auf uns wartet die Ewigkeit, die Herrlichkeit. Und Jesus, er macht uns wieder neu aufmerksam, auch auf dieses Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Gerade diese Liebe Gottes soll in unserem Leben sichtbar, spürbar werden. Wir sind gerufen, ja, zur Liebe, die sich dem Nächsten zuwendet und die Gott den ersten Platz im Leben gibt. Lassen wir uns nicht in die Irre führen von falschen Ideologien, von Lehren, die dem christlichen Glauben, ja der katholischen Lehre widersprechen. Vertrauen wir dem Herrn, seinem Wort. Um diese Liebe Gottes zu verwirklichen, müssen wir nicht große Dinge tun. Es gibt eine Heilige, die uns das neu lehrt, neu darauf aufmerksam macht. Es ist die heilige Theresia vom Kinde Jesu und vom heiligsten Antlitz. Sie ist 1896 gestorben und ist Patronin der Mission und seit einigen Jahren auch Kirchenlehrerin. Sie ist Kirchenlehrerin. Ja, sie lehrt uns sozusagen diesen kleinen Weg, dass wir in den alltäglichen Dingen missionarisch sein können, wenn wir alles aus Liebe tun. Ja, die alltäglichen Dinge, diese alltäglichen Herausforderungen, Aufgaben, die uns gestellt sind, das ist der Weg der Heiligung, der Weg der Heiligkeit für uns, der Heiligkeit im Alltag. Wenn wir ja die kleinsten Handlungen, die kleinsten Worte und ja die unscheinbarsten Dinge einfach aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen tun, dann erhält alles einen neuen Wert, eine neue Qualität. Dann sind auch wir missionarisch. Dann sind auch wir in der Nachfolge Jesu. Nicht alle ruft Jesus zu einem besonderen Dienst wie der Apostel, zu einem besonderen Amt in der Kirche. Ja, auch die Ehe und die Ehelosigkeit, ja auch die Familie ist Berufung, die Familie ist Kirche im Kleinen. Da möchte Gott, möchte Jesus die Mitte sein und da möchte er seinen Geist ausgießen in unsere Herzen. Da soll die Liebe, die Güte Gottes weiterfließen zu allen Menschen, denen wir begegnen. So wird auch unser Leben verwandelt und erneuert. So wirken wir mit, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass die Christen immer mehr eins werden, wenn wir diesen Geist Gottes, diesen Geist der Liebe in uns wirken lassen, wenn wir uns neu erfüllen lassen. Dann wächst die Liebe Gottes in uns und um uns. Ja, dann werden wir eins in Christus. Dann wird diese Wahrheit des Glaubens aufleuchten, allen Menschen. Ja, dann breitet sich Gottes Reich, seine Herrlichkeit aus. Ja, hören wir immer wieder neu hin auf die Stimme Gottes, wie die Apostel, wie Jona, wie die Gottesmutter Maria, wie die Heiligen. Dann können auch wir Licht sein für die Welt, Zeichen der Hoffnung und Quelle der Freude für viele. Amen.